So, und eine richtig fette, lange Folge mal. Fast eine Stunde. Man of Medan, es geht in die nächste Runde. Piraten haben uns überfallen. Conrad ist wahrscheinlich schon gestorben. Einer der fünf Protagonisten. Das heißt, wir haben nur noch vier, nämlich die Fliss, Brett, Alex und Julia. Und die Piraten sind hier bei dem Sturm irgendwie an dem Schiff gekommen vom Ja. Prolog, nämlich dem Schiff Man of Medan. Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht und ob wir es schaffen, dass wenigstens die verbliebenen vier Protagonisten irgendwie das Spiel lebend schaffen. So, aus dem Prolog wissen wir ja, dass irgendwie auf dem Schiff irgendwas vor sich ging und die ganze Crew irgendwie ziemlich massakriert wurde. Ja, wenn so ein Tauchausflug nicht beschissener laufen kann. Von hey, ich will ja einen Antrag machen unter Wasser zu hey, der Bruder meiner Verlobten ist tot wahrscheinlich. Wir wurden mitten in der Nacht von komischen Kapuzenleuten, Kapuzenpiraten irgendwie entführt und sind jetzt mitten auf so einem Gruselschiff, wo wir wissen, da ist keiner mehr am Leben. Und nette Gesellschaft haben wir auch nicht. Okay, wir spielen Julia. Nee, Fliss. Fliss, wir spielen Fliss. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Hey, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Also, das hat er schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ja, okay, umdrehen kann ich mich nicht. Ja, Brett, das wird nicht das Einzige sein, was da irgendwie eklig ist. Auf sowas hier hätte The Mask of Madness. Ja, die Piraten wollen ja, dass wir sie zu dem Mandschurei-Gold führen. So ein paar Pritschen. Und wir müssen anscheinend hier weiter geradeaus gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Cappy-Typ. Passt auf uns auf. Oh Scheiße! Da blitzt was. Da gehen wir doch gleich mal hin. So, was haben wir denn da Schönes? Internal Memorandum. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Ist er komischerweise immer, wenn er Dienst in Frachtraum 3A hat. Antritt um 2400. Siehe Dienstplan. Schon wieder? Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gern da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern, machen. Just get on it. Ja, das ist natürlich vertrauenserweckend.
Wahrscheinlich werden wir diesen Kellerraum gleich eingeschlossen. Aber ist Fliss denn hier alleine? Wo sind denn hier... Ah, okay. Okay. Wollte gerade sagen. In den So, Raum. Olsen, der Obermufti hier. Mit einem kaputten Auge. Bösewicht leicht zu erkennen. So, jetzt sind wir eingeschlossen, aber wir sind wenigstens wieder komplett. Wir sind zu viert. Es ist dunkel hier drin. Ach nee. Wir brauchen Licht. Eine Taschenlampe, cool, Dankeschön. Na, brennt die Funzel noch? Ach guck mal, das Feuerzeug haben sie uns nicht weggenommen. Okay, dann haben wir einmal hier so eine alte Funzel und wir haben eine Taschenlampe. Immerhin. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Ja, auf dem Frachter. So, düster oder selbstbewusst? Wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Was auch immer dieses Schiff ist, wir müssen herausfinden, wie wir. Unter Kolfes gekidnappt werden und Gefangenschaft auf einem verlassenen Höllenschiff? Tja, eigentlich gibt es ja Notfallpläne, aber das ist so ein extremer Fall, dass. Oh. Das war ein Witz. Wusste ich. Na, aufpassen, dass unser kleiner Jetzt Bruder hier bin nicht ich einfach kollabiert. Das rum. schützt ja ganz schön. Wir brauchen einen Plan. Conrad ist Hilfe holen. Warten wir auf ihn. Ja, das hast du nicht gesehen, aber ich glaube, Conrad ist tot. So, wir müssen die Küstenwache rufen Ja, oder wir brauchen ich neue hoffe, er findet Koordinaten. raus, wie er zu unserer neuen Position kommt. Ich habe Angst um Conrad. Er Also, wurde bei ich glaube, unserem Conrad hat es nicht Flugversuch geschafft. verletzt. Also, entweder hat der Schuss Ihm ihn geht's gut. nur leicht verletzt Mit oder Sicherheit. das war's mit ihm. Was ist der Status der Duke? Ich habe einen der Typen gesehen mit dem Teil vom Die Verteilerkappe. Teil des Motors. Okay, ohne die kommen wir nicht die weg. Dominar, nur ein Haufen Schrott. Wir brauchen sie zurück. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Auf jeden Fall brauchen wir die Verteilerkappe. Okay. Ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesem Typen hattest. Ja, wie er sich das zusammengereimt hat, das entzieht das sich auch meiner ja Kenntnis. Nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also. Ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich. Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Oh, die ist cool. Cool. Cool, 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 cool. So, jetzt haben wir aber noch keinen Plan, wie wir hier rauskommen. Wir sind hier eingesperrt. Wen spielen wir denn jetzt? Wir spielen immer noch Fliss. So, da vorne hat auch wieder was aufgeblitzt. Einige Sachen, die wir hier entdecken können. Gehen wir mal alles mal nach. Noch ein kleines Zettelchen. Gebrauchsanleitung zum Überleben, hoffe ich. Hallo, meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich habe mit den anderen Jungs Land gegangen, wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf und du verstehst, was ich meine. Ich habe echt Angst. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt Dieser dich in Typ Ruhe. Miller hatte So, wohl beim echt Wachdienst in den Angst. Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel, unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt rumschleichen sehen, aber ich trage dich immer bei mir, deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir, sagt Private Miller X. Tja, der Private Manor X, der hat wohl seine Liebe nicht mehr gesehen und den Brief, den er da geschrieben hat, den hat sie auch gar nicht mehr bekommen. Was ist das hier? Ein Hund. Was sagt uns das jetzt? Es ist ein Bild mit einem Hund. Und ein Doppel-S. Joa. Scheint kein Geheimnis zu sein. Kann ich auf jeden Fall nicht kombinieren, was uns das jetzt hier großartig bringen soll. Hey, ich habe diesen Brief gefunden. Guck mal. Okay. Es gab Gerüchte über Gestalten unten im Frachtraum. Gestalten? Geht's etwas genauer? Nein. Fühlt sich falsch an. Ich weiß auch nicht, was er gemeint hat. Ich weiß nur, dass ich habe dieses echt blöde Gefühl, dass hier etwas echt Schlimmes passiert ist. Ja, weibliche Mir gefällt das Intuition. überhaupt nicht.
Mir gefällt das hier auch alles nicht. Kein Stück. Hab diese Notiz bei den Kurien gefunden. Da steht, dass dieser Typ, Patterson, wohl immer wieder krank gespielt hat, wenn er da unten im Laderaum Wache schieben sollte. Ich schätze, das hat er ein paar Mal gemacht. Wie es aussieht, wollte keiner unbedingt da unten sein. So wie ich das vermute, hatte die Crew wirklich Angst vor dem, was auch immer das Schiff an Fracht geladen hatte. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen. Ja, ursprünglich wahrscheinlich Lösegeld. Also die hatten ja gesehen, dass Conrad die Kohle da rübergeworfen hat. Und dann haben sie ja dieses, genau, den Zettel mit dem Manchurei-Gold gefunden, den Koordinaten auf dem Schiff von uns. Sie im Auge behalten. Das hier könnte ganz schön schief gehen, wenn sie nichts finden. Also, was tun wir? Na, ich denke, das geht sowieso schief, wenn wir da nicht runterkommen. So, Funkgerät oder wir müssen raus aus dem Raum. Wir müssen entweder einen Weg aus diesem Raum finden oder wir müssen zuschlagen, wenn die Fischer zurückkommen. Okay, also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Richtig. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Das klingt vernünftig. Gut, sei vorsichtig. So, das jetzt die Übergabe an ihn? Nein, wir spielen immer noch Fliss. So, da vorne scheint Licht durch. Lüftungsschacht. Hey, hier, guck doch mal. So, während er guckt, gucken wir uns noch mal ein wenig um. Wenn man diese Kraftausdrücke, Mann. So, da hinten war doch noch was bei Brett. Das ist sehr seltsam. Eine Brille. Wie geht's dir? Wir gehen gleich zu dir und helfen dir, aber vorher einmal mal kurz bei Julia gucken. Funktioniert so nicht. Hatten wir das hier schon gesehen, oder? Ist das ein neuer Zettel? Nein, das ist der Brief, den wir schon kennen. Dann haben wir, glaube ich, alles Aufblitzende hier in dem Raum entdeckt. Das war der Hund. Genau. So, und hier vorne können wir nur aus der Luke rausgucken wahrscheinlich. So, die teilen sich auf. Das heißt, keiner steht Wache. Okay, der eine soll auf die Gefangenen aufpassen. So, Olsen war der Obermufti. Ich bin der Captain und ihr tut, was ich sage. Haben wir doch eigentlich genug gehört, oder? Also die wollen auf jeden Fall sich irgendwie ein bisschen aufteilen, um nach dem Manchurei-Gold zu suchen. Haben aber auf jeden Fall eine Wache postiert direkt vor unserem Raum. Und jetzt müssen wir ihm noch irgendwie helfen können, dass wir zusammen irgendwie hier den... Was denkst du? Ich kriege ihn nicht auf. Na, ja, zu zweit vielleicht, oder? Zu dritt, zu viert? Ja, genau. Alle mit anpacken. Teamwork. Wir wollen auch alle raus hier. Wenn wir ihn aufsprengen. Freiheit. Aufsprengen. Könnte eine Sackgasse sein oder das ist unser Weg raus. Ja, eigentlich... Ich weiß nicht, in welchem Zustand das Schiff ist.
könnte eine Sackgasse sein. Ja, könnte nur. Auf der anderen Seite... Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Was sollen wir sonst machen? Das wird richtig laut. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Okay. Ablenken oder versperren? Versperren. Wir können wir nicht rein, wir haben ein bisschen mehr Ruhe. So, hilft doch mal, den Tisch zu holen, daran zu schieben. Was ist denn hier mit... Kann mir mal jemand mit helfen? Brad? Pack an. Brad, hilf der Lady mal. Ja, bitte. Nicht nur doof rumstehen. Nur schieb. Schieb, 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 schieb. Ah, kaum ein Stückchen noch. So, und rein. So, wir sind schon mal aus dem Raum raus. Das ist doch schon mal ein Teilerfolg. So, Alex Oberdeck, 1.43 Uhr. Sei still. Wir müssen jetzt weiter. Komm schon. So, folgen können die uns nicht. Na, Eigenschaften aktiviert. Okay, jetzt spielen wir Alex. Na, dreh das Ding mal. An die gesamte Mannschaft, Regeln zum Extra-Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsverkehrung für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Wachen, die diese Regel missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen, bis zur und inklusive der Anklage vor dem Gericht. Mhm. So, mehr ist hier im Raum nicht zu entdecken. Mit der Funzel können wir hier hin und her leuchten. Da ist auch nochmal ein Raum, da gehen wir auch rein. Na, schön, dass die anderen gar nicht auf uns warten. Ich würde ja sagen, bei solchen Sachen bleibt doch bitte mal zusammen. So, sind das verkohlte Überreste oder was ist das hier? Vielleicht hat das alle von ihr vertrieben. Alte Wäsche? Alte Socken? Man weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich alte Wäsche. Ah, da liegt auch noch was drin. Alter! Okay. Dann gehen wir wieder zu den anderen. Die auch schon weg sind. Ganz prima. Na, wir müssen da wohl durch. Es ist echt seltsam, dass alle einfach weg sind. Als wären die alle mittendrin weggeschnappt worden, was sie auch gerade taten. Möglich, oder? So. Out of bounds. Skizze von dem Schiff, auf dem wir sind. Warum fällt das da runter? So, gehen wir wieder zu den anderen zurück. Oh, Julia hält Wache. Nochmal ein Raum. Wo Licht flackert. Ah, nicht, dass wir uns jetzt... Ich habe ja nicht so eine Orientierungssinn. Ich habe das ja schon mal in diversen Spielen gesagt. Ja, also ein bisschen Sorge, dass ich gar nicht mehr zurückfinde. Uah, was war das? Was war das? Grusel auf dem Männerklo.
Komme nicht nach Hause. Kann es kaum erwarten. Sagt Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch erlaubt. Ich bin froh, wieder auf sie zu sein. An Land ist es ja heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Es macht mir echt Angst, überhaupt ständig ein kleiner Junge befindet sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Okay, der kleine Junge, das war wahrscheinlich der aus dem Prolog, den wir irgendwie nicht richtig erschießen wollten und der uns dann massakriert hat mit dem Messerchen. Und dann kam der liebe gute Herr Kurator und hat uns in die Gegenwart katapultiert. Auf die Duke of Milan. So, überall Blut. Rote Farbe wird das nicht sein. Ob Conrad es geschafft hat? Kann echt einfallsreich sein, wenn er sich anstrengt. Ja, ist bestimmt geschafft. Tja, dann gut. Will ich mal hoffen. Conrad hat's geschafft. Oh, toll. Was ist das denn hier? Der Maschinenraum. Und? Können wir hiervon noch was nutzen? Nein. Das ist nur ein altes Stück Schrott. Die Duke hat einen neueren Motor. Wir brauchen nur die Kappe zurück. Ja, guck, hier liegt doch auch noch was. Läuft alle dran vorbei. Nochmal ein kleines Büchlein. Juni. Frachtraum 1. Einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwäche und Risse aufweisen. Schiffsbauer angewiesen, Reparaturarbeiten durchzuführen. Zu große Belastung könnte leicht ein Kehlbruch verursachen. 20. Juni. Beschwerden über Fehlfunktionen der elektrischen Ausrüstung. Also das Schiff scheint irgendwie auch, sah so aus, wie das Schiff so langsam, aber sicher auseinanderbricht. Oder auf jeden Fall erhebliche Mängel aufweist. Aber ich meine, das war ja zur Zweiten Weltkriegszeit. Wir sind jetzt im Jahr 2021. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen einer Überraschungsparty. Es ist ja immer noch auf dem Meer. Eine Dockmark. Nee, was sind das? Ein Schädelknochen? Ein Knochen, Schädel von einer Ratte oder was ist das? Alter! Konfetti! Reiß dich zusammen. Nicht gut. Was haben wir hier drin? Donnerstag, der 12. Captain hat Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. So, er hat mit dem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat erzählt, dass er was eingeladen hat. Sehr gewarnt. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, das war so ein Kerl, der hätte ganz genau aufgepasst, wie sehr in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. Was wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Alkohol war ein Reinfall. Nach 4 Tassen hat er sich beschützt gefühlt. Samstag, der 14. hab gehört, dass einer der Jungs reingeschlichen hat, wo die Kisten waren. Will man mit ihm reden und mal gucken, ob er da was rausgefunden hat, was sich in den Dingern befindet. Also das heißt, auch für die Besatzung war nicht ganz klar, was da drin ist. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal so viel gesehen. Es sind tatsächlich auch Särge gewesen. Das haben wir ganz am Anfang gesehen. So, der Captain hat Alkohol verboten gehabt. Na, da war ja auch not amused, als Charlie und Joe im Prolog angedüselt aufs Schiff gekommen sind. Da hat er dem einen ja schön einen in die Fresse gegeben und den erstmal auf die Krankenstation gebracht und den anderen hat er mal eben locker flockig ins Loch gesteckt. Oh, Vorahnung. So, was sagt uns das jetzt? Vorahnung freigeschaltet. Das war auf jeden Fall Olsen, der zu sehen war. Also der Obermufti mit dem kaputten Auge. Also unser kleiner Bruder barfuß. Ich werde mal darauf achten, ich glaube, das sah so aus.
So, und das ist doch, glaube ich, der große Frachtraum. Ah, okay. Ja, das werden die Piraten sein, die nach dem Mandschurei-Gold suchen. Ja. Ist Olsen, glaube ich, ne? So, die brauchen wir, sonst können wir nicht fliehen. Na, lässt er die liegen? Ja, und er hat einen ziemlich großen Hammer mit dabei. Barfuß, also Fliss ist barfuß auf jeden Fall. Auf so einem alten rostigen Kahn kommt das bestimmt gut. Hoffentlich hat sie die letzte Tetanusspritze von nicht allzu langer Zeit bekommen. Brad macht jetzt einen auf mutig. Nein, ist nicht dein Ernst. Also der gefühlt unsportlichste von allen. Brad Vaughn. Ist unser Bruder, natürlich waren wir den. So, Cappy Man. Der hat uns hier durch die Gänge geschoben mit Fliss. Na komm, Brad ist auch noch da. Nein, 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 nein. Na, kriegst du es geschissen? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. So, und die Verteilerkappe ist wieder Je veux savoir où sont les autres. In der Hand der Piraten. Super. Wegklocken oder ablenken. So, wird haben sie nicht entdeckt. Aber die liebe gute Flüsse ist jetzt wieder gefangen. So, Hauptdeck, 2 Uhr 18. Liegt hier nicht irgendwo ein Knüppel rum oder so? Nochmal eine schöne Notiz. Was soll das mit der Kapelle? Oh, großer Gott. An die Crew wurde für die Dauer der Überfahrt eine temporäre Kapelle eingerichtet. Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. So, eine Kapelle haben sie auch noch errichtet. Auf dem Schiff. Was war das? Hörst du das? Was? Ich höre nichts. Nee, ich glaube, wir wollen das nicht hören. Und sie geht immer so schnell nach vorne. Warte doch erstmal ab, Mädchen hier. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was uns helfen kann. Also ich würde ja irgendwie erstmal mich irgendwie bewaffnen, ne? Also wenn man schon irgendwie da so lang schleicht, nur mit einer Funzel irgendwie so ein Knüppel oder irgendein Eisenrohr oder irgendein Gegenstand.
Aber sei nicht so laut. So, Julia scheint ja genau zu wissen, wo es lang geht. Wir folgen ihr einfach mal. Eine große Möglichkeiten, Abzeugung hat man aktuell auch nicht. Nee, hier waren wir nicht. Ich glaube nicht. Das ist eine Küche, da waren wir nicht. Hast du uns am Kreis geführt? Mhm. Lecker essen. Soup du jour, Mademoiselle. Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Ja, irgendein Messer oder ein Hackebeil liegt hier doch bestimmt rum. In der Küche. Irgendwie jetzt ein Hackebeil oder irgendein Messer suchen hier. Messer. Ja, steck das mal ein. Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Keine gute Idee. Könnte nützlich sein. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Das denke ich aber auch. So, dann hat hier vorher noch was geblitzdingst. Und da hinten auch noch mal was geblitzdingst. Das Fleisch sieht auch nicht so alt aus, ne, oder? Sagen wir mal, es ist nichts. Oder? Sieh doch mal selbst. Siehst du an, naja. So, frisches Fleisch, ne? Dafür, dass der Karren seit ein paar Jahrzehnten da rumkurft, müssen die Ratten ja eigentlich auch verhungert sein, sollte man meinen. Hier steht, heute gibt's Rinderragout. Ja, sehr schön. Speiseplan. Gebackene Bohnen mit Speck nach Navy Art, Roast Beef, Salat, rote Beete, Rindfleisch, Rührei mit knusprigem Speck. Also das Menü sah schon ganz cool aus eigentlich, ne? Verpflegt wurden sie gut. So, auf jeden Fall, wir haben ein Messer. Wir haben ein Messer. Es gibt eine Kapelle und wir haben ein Messer. Die Kappe haben wir nicht. Und wir sind immer noch auf der Suche nach unserem kleinen Brüderchen und nach Fliss. Nächste Vorahnung. Okay. Wir haben ein Messer eingesteckt und eben gerade wurde unser kleiner Bruder erstochen. Das ist doch keine gute Idee, das Messer zu nehmen. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Wahrscheinlich nur Ratten. Wir sagen nichts. Okay, hier waren wir schon. Bin mir ganz sicher. Wir laufen. Das hast du doch vorhin auch schon gesagt. Da waren wir in der Küche und da waren wir noch nicht. Hier sind wir schon gewesen. Okay, nein. Da mache ich nicht mit. Was? Oh, das ist der besagte Raum. Scheiß Kapelle. Nicht mein Ding, weißt du? So, verständnisvoll, geringschätzig oder nichts sagen. Es ist krass. Es ist definitiv krass. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Ja, wenn es nach uns geht, wären wir gar nicht auf dem Frachter, ne? So, Särge untersuchen. Hey, der hier hat einen Namen. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Geheimnis die sind gefunden. Tot und wir nicht. Sarg, Namenstafel.
Wir können das aufmachen. Wenn da jetzt ein Clown rausspringt, dann... Typ mit zwei Köpfen? Guck mal. Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle ist hier los? Okay, weg hier. Sofort! Weg, weg, weg! Ja, wir müssen aber eigentlich noch Sack 3 und Sack Nummer 4 noch untersuchen. So viel Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Okay. Warum sind da Ketten und Schlösser? Die werden da bestimmt ihren Grund für gehabt haben. Das versuchen wir auf jeden Fall irgendwie nicht aufzumachen. Okay, den vierten Sarg können wir jetzt gar nicht mehr untersuchen. Was ist los? Psst. Alter! Okay. Schieben wir jetzt Hallus oder was? So blitzeblank. Ist das Medizin? Kann ich nicht näher untersuchen hier. So, Aufschrift kann ich auch nicht lesen. Aspirin. Aspirin, okay. Ich habe ja viele Probleme, aber Kopfschmerzen nicht. Das ist besser keine Anspielung auf mich, mein Herr. Sind irgendwie Pflaster, Muldenzeug, irgendwas, was man noch mitnehmen kann, was nützlich sein kann? Nein. Mist! Ja, genau. Die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halte es nicht aus. Sie ist deutlich cooler als wir, ne? Was ist das denn? Nein, lass das. Das ist doch eklig. Sehen nur wir das und sie nicht? Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Entsetzte Leiche. Na, was hat der Patient gehabt? Okay. Elektrokardiogramm. 7.7.2000. Nee, 1918 gestorben. Ein Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Okay. Wenn der sich jetzt auch bewegt, der bewegt sich wahrscheinlich auch, ne? Ja. Wenn ich sage zurück, bewegt sich der Kopf oder kommt auf uns zugelaufen. Haben wir es mit Zombies zu tun? Na, schnell weg da aus dem Raum, genau. Gute Idee. Nein, den haben wir den kennen wir doch, das war doch Olsen. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sage ich dir? So, sprungen wir zu Fliss.
Unterdeck Werkstatt, 2.16 Uhr. So, und wir wissen ja auf jeden Fall, dass der Brett uns folgt. Vielleicht schafft er es ja, sich zusammenzureißen und den Typen hier mit der Taschenlampe zu überwältigen. Du weißt gar nicht, was du tust. Mach doch bloß, was er dir sagt. Stopp. Ah, er hat eine Knarre, habe ich noch gar nicht gesehen vorher. Ich würde da echt einen Herzinfarkt kriegen. Ich stelle euch das mal vor, ihr seid auf so einem Scheißschiff, was eh schon gruselig genug ist, dennoch mit Piraten, die euch ankragen wollen. Zeig dich! Verdammt! Dieser Kahn ist verflucht. So, wir können uns die Kappe einmal anschauen, die er hier von der runtergerissen hat. Sieh mal hier. Angie Minen. Minenmütze. Kurs aktualisiert, okay. Bitte, du musst das nicht tun. Ja, ist ja gut, wir gehen ja schon weiter. Himmel! Oh Gott, oh Gott, der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Mann, ey. So, gucken wir uns an und stellen fest. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Ja, aber die sehen alle ziemlich entsetzt aus. Schreiende Leiche. Olson! Der Arzt war entsetzt. Qu'est-ce que tu fais? Vorahnungsbild. Warum kann mir das nie... Ey, will mir das angucken. Jetzt... Okay. Was habe ich denn da falsch gemacht, dass ich mir das jetzt nicht anschauen konnte? Was hat er denn jetzt? Was? Was warum? Zum Teufel? Na, gucken wir doch gleich mal nach, was da passiert ist, wa?
So, jetzt einmal anschauen. Okay. Eine böse Sekte. Ganz aus der Nähe. Aus dem Kapuzen-Willi. Kommen wir da nicht raus? Gut, wir haben es verstanden. Die Tür geht nicht. Auf zu Tor Nummer 2. Ist da so ein Junge als Bild, wenn man sich das anschaut? Unter der Vorahnung? Alter. Ach, Brett, du bist. Sorry, es tut mir leid. Wo kommst du her? Okay, warte mal. Wie bist du an ihm vorbeigekommen? Wie kommst du überhaupt hierher? Ich hab dich gesucht und, naja, wollte dich retten oder so. Aber dann waren da diese Geräusche und ich hab mich versteckt. Ich will einfach nur aus diesem Loch raus an die frische Luft. So, auch das müssen wir wieder ganz alleine machen, ja? Selbst ist die Frau. Na, schön, dass sie als Erster denn durchstapft. Ein Gentleman ist das aber nicht. Na, die Stelle kennen wir doch. Da sind wir doch schon mal mit Charlie und Joe gewesen im Prolog. Das war in dem Moment, wo wir die Leichen gesehen haben. Uns eine Knarre genommen haben und dann auch der kleine Psycho-Junge auf uns zukam. Hey, sei still. Was soll das? Da blitzt was. Auch ein Messer. So, Fliss ist bewaffnet, Eddex ist bewaffnet. Beide haben ein Messerchen. Schon mal nicht ganz schutzlos gegen die Piraten. Oh Mann, was war hier los? Ich will das gar nicht wissen, was hier los war. Ich würde auch gar nicht großartig analysieren, was da los ist, oder die einzelnen Hundemarken durchlesen. Ich würde einfach zusehen, dass ich da rauskomme. Genau, das war Charlie. Warum geht denn jetzt die Tür zu? Brett, Unterdeck. 21. Juni, 2.32 Uhr. Okay. Durch die Tür kamen wir. Durch die Tür kommen wir auch nicht wieder raus. Okay. So, Fliss ist ja gerade reingegangen. Dann müsste die doch eigentlich gleich hier da sein. Hier, Fliss, hallo. So, der wird erschossen. Toll. Alle Korridore sehen gleich aus. Wo kommt die denn jetzt her? Wo warst du?
Hallo? Was war's? Was hier raus? Da waren wir noch eben. Alex? Sehr, so heißt unser Bruder. Und an der Stelle waren wir doch eben auch schon. Okay, täglich grüßt das Murmeltier. Bist du absolut sicher, dass wir... Geh einfach weiter. Wieso? Scheiße. Jetzt ja. Das ist auf jeden Fall nicht real. Wir haben den Gang dreimal gesehen. Halt. Warte. Was geht hier vor? Ist denn so eine Art Zeitschleife drin jetzt hier oder was? Hey. So, einmal war Fliss hinter uns, einmal war Danny der Kappenpirat hinter uns. Einmal waren wir alleine da. Einmal war es eine alte Leiche. Okay, jetzt sehen wir Geist. Was? Haben wir uns gerade selbst gesehen? So, in der Einpatrone stand Alex, die Leiche ist weg. Die Leiche ist weg. Das ist unser Bruder. Alex! Was geht denn jetzt hier gerade ab? Was verstehe ich jetzt gerade nicht? So, und nun? Da bin ich mal gespannt, wie sie das auflösen hier. Verschwinde! Herunterlassen? Nein, da vorne blitzt noch was auf. Das gucken wir uns erstmal einmal an. Skelette? Wo ist eure irgendeine Meinungsverschiedenheit? Wo ist eure Haut? Sie wollen über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen, ohne Erfolg. Und in einem 10-Minuten-Takt von 1.10 bis 1.50 Uhr. Bis um 1.40 Uhr können wir indirekte Funkverkehre empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ein Schraubenschlüssel. Den nehmen wir doch. So, Fliss hat ein Messer. Alex hat ein Messer. Kurs aktualisiert. Brett hat großen Maulschlüssel. Na, ey, Campano. Hier sein.
Ich sollte das nicht sehen. Immerhin können wir uns jetzt wehren. No, da vorne ist nochmal was zu entdecken. Na? Müssen wir wohl runter, wa? So, von da kamen wir. Nur einmal rundherum. Bewaffnet. Herunterlassen. Alex? Julia? Oh, Scheiße! Ah, haben wir es überlebt? Ja. Okay, Sprung zu Fliss. Genau, Fliss wird ja eingesperrt. Genau. Ah, alles klar. So, ob die Moment jetzt wieder. Wir gehen jetzt einmal geradeaus, gehen dann nach links. Gehen dann nach links. Und da sehen wir den Geist von Brad. Was geht hier vor sich? Okay, ist jetzt rechts auch noch die Leiche von Alex? Eine verkohlte Leiche. Die Patrone sieht anders aus. Okay. Wie kann er jetzt plötzlich vor uns da sein? Stich ihn ab, stich ihn ab. Es bleibt spannend. Nein, wir retten Brad natürlich. Und nicht vergessen, folgt mir, damit ihr weiter mitbekommt, wie es bei Man of Mean weitergeht. Abo da lassen, Like da lassen, Kommentar schreiben. Bis dorthin, Gamer Tim Drake.